Sie sehen unscheinbar aus, gelten unter Gourmets aber als einer der größten kulinarischen Schätze. Trüffel sind eigentlich ganz normale Pilze. Das Besondere an Trüffeln ist, dass sie unterirdisch wachsen. Und man braucht eben irgendeine Hilfe, um diese Trüffel aufzuspüren und dann zu entnehmen. Aber das ist der Punkt, wo dann eben Tiere in der Regel zum Einsatz kommen. Früher waren es die Schweine, da sind die Bauern dann mit einer Sau durch den Wald. Und heute sind es in der Regel Hunde, mit denen man nach Trüffeln sucht. Was ist da? Auf seiner Trüffelbaumplantage in Alfeld ist Fabian Siefers mit Wupi, den Edelpilzen, auf der Spur. Ja, ja, da ist er. Ich weiß. Du hast doch dein Leckerli bekommen. Eine italienische Wasserhündin, die längst die Vorteile der Suche erkannt hat. Ich habe dem Hund also ganz früh gezeigt, dass dieser Trüffelduft, dieses Trüffelaroma einfach was wahnsinnig Tolles ist. Und wenn sie das in die Nase bekommt, dann gibt es die Belohnung. Also ganz stumpf, Trüffel unter die Nase, Leberwurst hinterher. Und dann sagt der Hund, wow, das ist irgendwie eine tolle Angelegenheit. In Deutschland gelten Trüffeln allerdings als besonders geschützte Art. Das Sammeln im öffentlichen Wald ist damit streng verboten. Früher war das anders. Hier wurden in der Tat vor 100, 200 Jahren wurden Trüffel gesammelt und von Alfeld sogar exportiert an europäische Königshäuser, unter anderem nach Frankreich. Heute ist Fabian Siefers mit seiner Trüffelbaumplantage in Alfeld einer der wenigen Trüffelbauern Deutschlands. Dafür lässt er hier seit 10 Jahren rund 600 Bäume wachsen. Denn ohne Bäume keine Trüffeln. So ist das bei diesem sogenannten Mykorrhiza-Pilz. Mykorrhiza, dieses schreckliche Wort, setzt sich zusammen aus Mykes, dem Pilz, und Rhiza, das ist die Wurzel. Und Mykorrhiza beschreibt also diese Symbiose zwischen Pilz und Pflanze, die Pilzwurzel, wenn man so will. Und diese Pilzwurzeln entstehen in seiner Trüffelbaumschule. Dort vereinen sich Pilz und Baum frühestmöglich über die Erde, in der sich der Trüffelimpfstoff befindet. Die Sporen des Pilzes, das ist der Impfstoff, die ich an die Saugwurzeln bringe. Und sobald die beiden in Kontakt kommen, keimt die Pilzspore und besiedelt dann also die ganz feinen, jungfräulichen Saugwurzeln des Baumes. So, und das ist diese Hochzeit, sag ich immer. Das funktioniert allerdings nur mit dem passenden Baum. Im Gewächshaus und auf der Plantage finden sich deshalb nur geeignete Partner für den wählerischen Edelpilz. Die Rotbuche, die Hasel, die Hainbuche, auch Linden gehören mit zu den Symbiosepartnern. Und da steht beispielsweise eine Schwarzkiefer und alle Eichenarten. Die Eiche steht jetzt hier gerade nicht, aber theoretisch sind alle Eichenarten auch potenzielle Symbiosepartner für Trüffel. Es dauert mehrere Jahre, bis sich die Trüffeln bilden. Von außen gibt es erste Hinweise auf eine gelungene Pilz-Baum-Hochzeit, das sogenannte Brûlé um den Baum herum. Da fängt der Pilz an, den Unterbewuchs zu unterdrücken, weil er sagt, die Nährstoffe, das Wasser möchte ich nur noch für mich und den Baum. Und das ist immer ein Hinweis darauf, dass da Trüffel liegen könnten. Ob jetzt hier Fruchtkörper sind, das muss dann der Hund anzeigen oder eben nicht. Das kann ich so nicht sehen. Der Blick heißt, da ist nichts. Für Liebhaber sind Geruch und Geschmack einzigartig, eben eine Delikatesse. Da ist sie, ne? Die hast du gerochen? Die hast du gerochen? Na, das ist ja was. Pilzig, nussig, nach Waldboden. Und bei Trüffeln so eine leichte Nuance von roter Beete ist da wohl mit drin. Also irgendwie so was süßlich-erdiges. Und das ist der Grund, die rote Beete ist der Grund, warum ich selbst gar nicht so auf Trüffeln stehe. Viele andere Menschen sind dagegen sogar bereit, große Summen für diesen besonderen Pilzgeschmack auszugeben. Bei der Burgundertrüffel ist es durchaus denkbar, bei einer guten Qualität, pro Kilo 1.000 Euro ist
ein Standardpreis, muss man schon sagen. Und das sind dann umgerechnet eben 1 Euro pro Gramm. Grund für diese Preise sind die lange Aufzucht und beschwerliche Ernte. Sie ist zeitintensiv und mühsam, denn jede einzelne Trüffel muss unter der Erde erschnüffelt werden. Außerdem ist die Ernte stark witterungsabhängig. Um den Geschmack des teuren Edelpilzes bestmöglich zur Geltung zu bringen, darf dieser auch roh anders essen. Dann wird er über das jeweilige Gericht einfach frisch drüber gehobelt oder geraspelt, wird also eher eingesetzt wie ein Aroma, wie ein Gewürz. Ne? Man macht keine Trüffelpfanne mit Speck und Zwiebeln, sondern die Trüffel wird später über die Nudeln beispielsweise einfach Butter, Salz und dann die Trüffel drüber. Je weniger an anderen Aromastoffen da drin ist, desto besser entfaltet sich eben dieses typische Trüffelaroma. Für dieses Aroma in deutschen Küchen reisen die Edelpilze meistens aus Südeuropa an. Denn in Deutschland steckt der Trüffelanbau noch in den Kinderschuhen. Doch in Alfeld warten viele Nachwuchstrüffelbäumchen darauf, das zu ändern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt's noch mehr Nachrichten aus eurer Region montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und wenn ihr wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet auf jeden Fall ein oder schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um und lasst vor allem auch ein Abo da.